Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich wollte mit euch mal die Sachen probieren, die ich mir rausgesucht habe. Ich habe schon ein, zwei Tage damit mich geschminkt, aber manches finde ich jetzt persönlich nicht gut. Die werde ich auch aussortieren. Also ich habe meine Base schon fertig. Eine normale Tagescreme. Eine sehr gute, finde ich, für trockene Haut. Die habe ich jetzt unter der Foundation. Als Foundation habe ich diese genutzt. Ja, und Concealer habe ich noch nicht drauf. Puder auch noch nicht, da ich den Concealer von Essence mal ausprobieren möchte. Ja, und das wollte ich ja mit euch zusammen machen. Deswegen. Also, ich nehme mir ein kleines bisschen auf meinen und benutze den Pinsel von Zoeva, den Concealer Brush. Ja, und gebe mir so etwas unter die Augen. Manches werde ich wohl aussortieren, weil das mir schon von der Farbkombination nicht gefällt. Meine Augenbrauen habe ich noch nicht gemacht, die mache ich später, weil ich da bloß das Puder habe, dieses, und das passt von der Farbe bei mir her nicht, deswegen nutze ich das heute auch gar nicht erst mehr. Ich werde erstmal meinen Concealer setzen. Dazu nehme ich das Essence Puder, aber nur sehr, sehr wenig, weil das kriecht bei mir trotzdem in die Fältchen. Ich finde den Concealer echt gut, muss ich sagen. Das ist mein erstes Schminkvideo. Ich hoffe, es klappt irgendwie. Ja. Und zum Fixieren des kompletten Gesichtes nehme ich die Fit Me. Die benutze ich im Moment komplett. Gut. Ich habe mir zwei Konturprodukte rausgesucht. Also ich habe sie ja jetzt schon zweimal getestet und ich finde, es gehen beide nicht. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, beide werden mich wohl verlassen. Einmal von Love und einmal von Rival de Loop. Ich dachte von Love, das ist gut für meine Hautfarbe, aber es scheint etwas zu dunkel zu sein. Obwohl es gar nicht so dunkel rüberkommt. Ich probiere es mal und ja, zum Konturieren nehme ich erstmal diesen Pinsel von BH Cosmetics, die 3, und gehe ganz vorsichtig nur rein. Ich habe das Gefühl, das hat so einen leichten Rotstich, was mir nicht steht. Weiß nicht. Also ich bin mir da unsicher. Es geht eigentlich. Ich hole euch mal ran. Ja, also wenn ich das jetzt so sehe, gefällt es mir eigentlich. Jetzt nehmen wir mal diesen auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ich muss eigentlich heute noch weg, aber ich probiere es trotzdem. Der ist sehr dunkel. Nein, das... Da gefällt mir dieser besser. Ich werde jetzt auch nicht weitermachen. Aber wie man sieht, das ist viel zu dunkel und es wird auch fleckig. Habe ich das Gefühl... Nein. Nein, das ist... Ja, und der glitzert auch so sehr. Also der wird mich wohl... verlassen. Also sieht man auch, das ist ein richtiger Rotstich. Hier geht es eigentlich. Naja, ich muss es jetzt so lassen. Ich gehe nochmal in diesen rein und versuche das noch ein bisschen zu retten. Ja, also
Ich denke, das wird mich verlassen. Mal gucken. Dann habe ich einen Blush. Also wie gesagt, ihr könnt mir mal sagen, ob euch diese Seite besser gefällt. Ich bin beim Konturieren sehr vorsichtig. Ja, weil ich schon so ein schmales Gesicht habe. Wenn ich dann nochmal so richtig eine Kante mache, sieht das nicht gut aus. So, dann habe ich einen Blush von Beauty UK. Ich habe ihn schon ein paar Mal probiert. Ich kann euch den mal swatchen. Der glitzert ganz schön. Das ist fast wie ein Highlighter, finde ich. Seht ihr? Das ist... Vielleicht kann man den als Topper nehmen. Ich nehme mal einen von mir, von P2, irgendeinen jetzt, den ich sonst auch immer nehme. Ja, der schimmert sehr doll. Also die Seite gefällt mir hier nicht, also mit dem Bronzer. Das ist so fleckig geworden. Ich kann euch ja nochmal ranholen. Seht ihr das? Hier Fleck. Wobei das hier eigentlich geht, aber das ist... Nein, das sieht... Das gefällt mir nicht, der wird... Also so glitzernde Blushes mag ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Wird mich wohl auch verlassen. Ja, dafür teste ich das ja, deswegen. Dann werde ich einen Highlighter probieren. Ich nehme mal beide. Von Wet n Wild, einmal in dieser Variante und einmal in dieser. Da habe ich auch das Gefühl, dass da kein Produkt runterkommt. Wobei, das glitzert ja so schon durch den Blush. Ja, also die Seite sieht aus. Ich glaube, die werden mich auch verlassen. Dann werde ich, wollte mal den Latex probieren. Auf jeden Fall probiere ich die Rival de Loop, diese, von Claudia McCarr und einmal von Amazon, diese Lidschattenpalette. Also, wie gesagt, ich habe ja schon einige getestet und enttäuscht hat mich die eigentlich, hätte ich nicht gedacht. Ich gehe erstmal mit einem fluffigen Pinsel in eine helle Farbe, in so eine irgendwie, um das Lid zu setzen. Ich nehme den von Essence. Also wie gesagt, ich bin kein Profi, was Schminken angeht, also bitte dies berücksichtigen. Ja, es ist nur zum Setten jetzt. Und dann werde ich mit seinem, das ist von BH Cosmetics, in diese helle hier gehen, in diese. Also die hat ganz schön Fallout, diese Palette. Nicht wundern, meine Waschmaschine läuft gerade. Um nur schon mal einen Grund reinzukommen. Das kann ruhig bis oben hin. Ja, also da hier nur Glitzerlidschatten sind, weiß ich jetzt nicht. Ich würde ja den auch mal gerne ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich probiere den heute mal. Und
gehe jetzt in diese Farbe hier, um den Außenwinkel nochmal zu verstärken. Und die also die Pinsel finde ich wirklich nicht schlecht von. Ich nehme jetzt von Zoeva mal einen. Das ist die 224. Ja, so gut pigmentiert sind die Lidschatten jetzt auch nicht. Ich bin mir unschlüssig, ich habe aber so gute Paletten auch noch. Deswegen, aber die werde ich noch nicht weggeben. Mal schauen. Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Ich werde den nehmen von BH Cosmetics, die 9. Und gebe mir so etwas auf den Handrücken. Das sieht so aus. Tut mir leid, der Akku ist gerade leer gegangen, deswegen war ich auf einmal weg. Ja, ich habe ja den Latex-Lidschatten da drauf. Und der, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich, aber es scheint mir ein bisschen zu dunkel. Mit so einem Pinsel nochmal drüber, um den so ein bisschen zu verblenden. Nein, der ist echt. Ich hole euch mal ein Stück ran. Ich gebe den mir nur im Außenwinkel. Und verblende den nochmal. Also dadurch, dass ich ja jetzt die Kamera aus hatte, musste ich kurz mal aufhören. Und es ist vom Vorteil, das gleich zu verblenden, weil das wird nämlich dann fest. Ich gehe mal mit dem nochmal. Und man kann es nicht mehr verblenden. Also man muss schnell arbeiten. Ja, das ist sehr dunkel, finde ich. Also der geht schwer zu verblenden, das muss ich sagen. Wirklich sehr schwer. Er wird aber trocken, also er ist nicht nass auf dem Auge oder irgendwie andere Konsistenz, sondern wird trocken und ich finde das zu dunkel für mich. Ich finde das zu dunkel. So, ich probiere jetzt noch mal mit einem Braun so leicht drüber zu gehen, aber mit einem anderen Pinsel, so, ob ich das noch mal verblenden kann. Naja, also es geht, es geht. Ist ja nur ein Test jetzt gewesen, von daher. Ich werde dann in diese Palette mal reingehen und mir so einen hellen Ton und diesen rötlichen Ton. Den rötlichen werde ich, also die hat extrem Fallout. Und mir
Also, die wird mich wohl verlassen. Die gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Und dann gehe ich in so einem hellen Ton, den hier. Ich weiß nicht. Also sie gefällt mir schon irgendwie, aber ich kann sie ja testen und wenn ich nicht dazu greife, dann kommt sie weg. So richtig gefällt es mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich werde mir erstmal Eyeliner. Also so richtig glücklich bin ich nicht damit. Ich finde, das ist sehr fleckig geworden hier und ja. So, dann werde ich mal einen Lippenstift probieren. Einmal den Lip Liner von Fluidem. Und diesen Lippenstift da zu nehmen, ich wage. Wobei, der gefällt mir. Der ist sehr leicht, finde ich. Also nicht so stark pigmentiert. Und dann dieses Gloss werde ich mir auch erstmal swatchen und mit einem Pinsel auftragen, falls es mir nicht gefällt, dass ich es noch weggeben kann. So sieht das übrigens aus. Oh oh. Wobei das. Ja. Ja, also die Lippen gefallen mir, meine Augen gefallen mir nicht. So, dann werden wir mal die Mascara nehmen. Die habe ich auch schon mal probiert. Ich mache etwas Primer drauf. Und ich fixiere mein Gesicht immer vor der Mascara. Da, ja, da mir das immer verläuft, das mag ich nicht. Wenn ich mein Fixing Spray finde, das ist alle, dann nehme ich kurz das von MAC. Eigentlich benutze ich das, ist das Lavendel, glaube ich, nee, Kokosnuss. Das erinnert mich irgendwie immer an ein Männerparfüm, irgendwie schon. Man sieht, wie fleckig das geworden ist, ne? Das ist schon. Also, ich habe mir ja hier den Lidschatten und irgendwie. Nee, das gefällt mir nicht. Ich weiß es nicht, ich bin unschlüssig bei dem. Mascara habe ich diese von Love. Habe ich die Wimpernzange vergessen. Naja. So. Meine Augenbrauen mache ich außerhalb der Kamera. Ja, die Mascara gefällt mir, muss ich sagen. Die macht sehr schöne Wimpern. Ja, also. So, soweit bin ich fertig. Meine Augenbrauen mache ich mir dann. Also, wenn ich mir das so angucke, das wird bleiben.
Das wird bleiben. Das wird bleiben. Das ist ja nur so eine Tagescreme, wie so eine Creme. Die Mascara wird bleiben. Das wird bleiben und das. Diese werde ich trotzdem behalten. Diese. Die wird mich verlassen. Also ich. Nee, ich komme damit nicht zurecht. Dann wird mich dieser Bronzer verlassen. Das teste ich nochmal. Dieser Blush wird mich wohl verlassen. Vielleicht als Highlighter noch, aber ich glaube nicht. Ich habe so viele Highlighter, deswegen. Das wird mich verlassen. Und diese beiden Highlighter werden mich verlassen. Und dann habe ich noch, was mich verlassen wird, ist das hier. Das ist mir zu pink und das gefällt mir nicht. Das andere habe ich noch nicht so getestet. Ja, das gebe ich euch aber nochmal bekannt, Ende der Woche. So, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt Schluss machen, das Video geht gleich wieder aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!